Hallo liebe Zuschauer, das Wochenende rückt immer näher und ihr wisst noch nicht, wohin mit der Zeit? Das ist kein Problem. Natürlich habe ich auch heute wieder die Veranstaltungstipps aus der Region für euch parat. Es wird mal wieder Zeit für ein ordentliches Lachmuskeltraining. Dann lohnt sich der Besuch auf der Festung Ehrenbreitstein. Am Samstag und auch am Sonntag könnt ihr dort das Comedy-Duo Emmy und Wilnowski auf der Sparkassenbühne erleben. Ich muss ganz ehrlich sein, ich kannte die beiden noch nicht bis vorhin, habe mich aber natürlich im World Wide Web ein wenig informiert. Vergessen Sie für einen Moment Ihr eigenes kleines Beziehungsdrama und tauchen Sie ein in die Welt zweier begnadeter Entertainer, die sich übrigens für keinen Gag zu schade sind. Wilnowski würde für eine schlechte Pointe sogar seine Großmutter verkaufen, wenn denn bekannt wäre, wo ihre Urne vergraben ist. Freuen Sie sich auf musikalische Edelsteine, die durch Emmys unvergleichbare Darbietung zu Pflastersteinen werden, die noch lange auf dem Zwerchfell lasten. Genießen Sie Emmy und Wilnowski, ein Fest für die ganze Familie, vorausgesetzt Opa kriegt nichts mehr mit und Mami und Papi können ihren Kindern die Witze auch erklären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir werfen einen Blick nach Gülz. Ich dachte mir, dass ich ja nicht immer nur einfach so Veranstaltungen bewerben kann, sondern auch einfach mal selber eine organisieren muss. Deshalb gemeinsam mit Jens Vogt von Magnlight Music lade ich also zur After-Summer-Party in Gülz ein. Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag, also den 26. September statt und wir beginnen um 18.30 Uhr. Neben meiner Wenigkeit könnt ihr euch auf Dirty Dot, Torti de Banana und Guido Klöckner freuen. Die Tickets gibt es zum Preis von 15 Euro unter www.after-summer-party-gülz.de. Außerdem bei Herbys Kaffeebar in Gülz oder auch am Freitag auf dem Gülzer Wochenmarkt. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Stiftung Kinderseele zugute. Und ja, was kann ich noch sagen, wir freuen uns sehr auf euch. Auch für die Kunstliebhaber unter euch habe ich heute wieder etwas Tolles gefunden. Ab dem 26. September lädt die Ausstellung Schatten und Licht nach Maria Lach ein. Insgesamt sind in der Ausstellung 31 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken vertreten. Die Ausstellung findet jeweils Freitag, Samstag und Sonntag statt. Den Einlass findet ihr an der Klosterpforte jeweils um 13, 14, 15 und 16 Uhr. Vor eurem Besuch könnt ihr euch einfach ganz bequem anmelden. Das geht per Mail an ausstellung@maria-lach.de. Fledermaushalter, aufgepasst! Es wird heavy und zwar im Stöffelpark. Die Black Sabbath Tributeband Sabra Kadabra tritt am Samstag im Stöffelpark an, um die alten Industrieanlagen mit einem authentischen Live-Spektakel zum Beben zu bringen. Im Repertoire der Tributeband um den charismatischen Frontmann Joe Mizzi befinden sich vor allem die Klassiker der Originalbesetzung aus den 70er Jahren. Nicht umsonst gehört Black Sabbath mit ca. 74 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Zum Abschluss haben wir für euch noch eine Empfehlung für eine Weinprobe der ganz besonderen Art. Auf einer Abendfahrt des historischen Vulkanexpress Classic mit offenem Sommerwagen verkostet ihr unter professioneller Anleitung von Winzern der Weinmanufaktur Dagernova ausgewählte Weine der A-Region. Das wird begleitet von einem hochwertigen Abendessen im historischen Salonwagen. Gegen 11:30 bringt euch der Zug dann wieder sicher nach Pohol zurück, wo ihr dann ca. eine Stunde später eintreffen werdet. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach unter der eingeblendeten Telefonnummer. Das war's auch schon wieder von Litfaß für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf den Veranstaltungen. Wenn ihr da gewesen seid oder hinfahrt, dann schickt uns gerne Bilder von vor Ort. Und ja, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.